Moin Moin, das heißt nicht guten Morgen, das heißt einen guten. Liebe Leute, es geht um Frequenzen zum Vernetzen. Ich habe eine Frequenztabelle auf Info-K bereitgelegt. Um welche Frequenzen geht es? Es geht um Funkfrequenzen. Ich hatte ja das Video gemacht und den Tipp auf solche China-Böller, also solche chinesischen Handfunkgeräte gegeben, weil die Dinger billig und gut sind. So, also im Notfall, sprich Falle eines Blackouts, da geht gar nichts, da geht kein Handy, nichts, überhaupt nichts. So, und dann hat man in diesem Fall die Möglichkeit, sich untereinander zu unterhalten, aber auch mit Notfrequenzen weiterzukommen. Es gibt Notfrequenzen und damit man das nicht alles mit der Hand eingeben muss, habe ich eine ganze Frequenztabelle vorbereitet. Ich zeige euch gleich, wo die ist. Also es geht um solche, ich sag gerne, oder viele sagen gerne China-Böller dazu, ne? Jetzt nicht hier solche teuren, sondern die typischen um die 30 bis 50 Euro. Die sehen auch alle gleich aus. Die haben auch alle das Gleiche drin und deswegen funktioniert das auch alles gleich. Zum Glück in diesem Fall. Seid nicht traurig. Die Dinger, die reichen. Das ist aber von der Physik her so, so weit, wie man gucken kann. Sprich 5 Kilometer. Der Horizont, das haben wir schon mal ausgerechnet, ist nun mal 5 Kilometer weit zu sehen, wenn man irgendwo am Gestade eines Meeres steht oder sowas und so weiter. Also das Zeug hier, um das geht es. So, info-k.de, das war schon immer unsere Seite, wo man allerlei wichtige Fragen, ich kann jetzt hier nicht drauf eingehen, wichtige Fragen zum großen Thema herunterladen kann und auch sich sogar Flyer ausdrucken kann und so weiter. Es wurde so viel genommen, dass dann die Medien darüber berichtet haben. Egal, darum geht es jetzt nicht. Sondern ich habe aus diesem Anlass auch, wenn man weiter nach unten scrollt, eine Frequenztabelle angelegt. Und wenn ich da draufklicke, mit dem Handy geht das auch, aber man kann sich dann diese CSV-Datei, CSV ist wie eine Art ganz einfache Texttabelle, kann man sich dann nicht so herunterladen, damit man die nämlich im Baofeng zum Beispiel, Funkgerät, einfach so hereinzuppeln kann, also importieren kann. Das ist allerdings nicht schwer. Ich mache jetzt auch, vielleicht mache ich noch ein Video, wie man das mit dem Programm, na, wie heißt es, Chirp, wie man das Programm bedient. Hier ist das Programm, jetzt seht ihr nichts, ne? Klar, wenn ich das mal ein bisschen verkleinere, vielleicht seht ihr dann was. Chirp ist also nichts weiter als eine ganz einfache Programmoberfläche und da kann man sich dann irgendwelche Dateien herunterladen und man kann auch, aber da gibt es auch schon Videos dafür, vielleicht mache ich es ja noch, aber ist egal, jetzt unwichtig. Und dann kann man von seinem eigenen Funkgerät diese praktisch wie eine Art Betriebssystemdatei herunterladen und sie dann wieder hochladen. Man kann also mit dieser Funktion dann exportieren seine eigene Datei bzw. importieren und das ist jetzt importieren diese Frequenztabelle, die also auf info-k.de liegt. Und nicht nur das, aufgrund dieses ersten Videos, also zu dem Thema, hat ein, ich finde es nett einfach, hat ein lieber Benutzer hat ganz viele Fragen beantwortet, weil er sich nämlich mit dem Funkgeräte-Thema so weit auskennt. Und dann wurde es ihm zu viel und dann hat er einfach auf Telegram so eine Baofeng-Funkgeräte-Gruppe aufgemacht. Und da sind wir zwar erst 58 Mitglieder, aber wir haben ja auch keine Werbung gemacht. Und hat ganz, ganz, ganz viele Fragen beantwortet. Das lohnt sich also wirklich, das kann man zum Beispiel schön mit dem Handy durchlesen und kann dann wirklich darüber eine Menge lernen. So, jetzt bleibt mir nichts weiter als zu sagen, das alles, das werde ich euch praktisch dann verlinken. Und nicht nur verlinken, also info-k.de, das wissen die Leute mittlerweile auswendig, da ist immer wieder die Hölle los und es gibt immer noch diese Aktionen. Aber nicht bloß das Verlinken, darum geht es nicht, sondern ich werde dann solche Tipps noch praktisch im Text unten in der Videobeschreibung geben, zu solchen Seiten und wie man mit dem Handy auch die Videobeschreibung erreichen kann, wissen immer noch nicht viele, denn auch dieses Video, das werde ich dann hier nochmal anfügen in diesem Bildschirm, auf dieses Video klicken und dann kann man das auch noch erfahren, wie einfach das ist, mit dem Handy in die Videobeschreibung zu kommen. Viele Leute wissen noch nicht Bescheid. Zum Beispiel hatte ich jetzt mit einem diskutiert, der sagte, ich weiß das nicht. Dann sage ich, aber ich weiß es. Na, woher weißt denn du sowas? Na, sage ich so und so. Und dann habe ich ihm praktisch eine Art Fernunterricht gegeben, hat gesagt, jetzt drückst du darauf, dann Steuerung C, Steuerung V, was ist denn das? Das ist die Zwischenablage, was ist denn das? Ja, der wusste das alles nicht.
Das wissen wir hier vielleicht, aber die meisten Leute können sich nicht informieren, weil sie damit nicht umgehen können. Für die ist das Handy zum Telefonieren und vielleicht ein bisschen zum Opa, zum Enkel gucken da und Katzenvideos und das war's, ne? Also das kann man keinem krumm nehmen. Also jetzt müsste ich durch das Gequatsche hier die Links erreicht haben und ich wünsche euch eine schöne Nacht, schlaft schön und ja, Leute, ich sag gerne immer, meinen üblichen letzten Satz, macht was, aber macht's gut, damit die Idiotie aufhört. Und so ein kleines bisschen sind wir ja weitergekommen, wie man sogar mittlerweile in den Medien sieht. Alle guten Wünsche. Bis später. Tschüss.